Was heißt es, in diesem Universum lebendig zu sein? Wie können wir einen Wechsel von limitierten Energieressourcen wie Öl, Kohle, Atom in den Überfluss von erneuerbarer Energie finden, die für uns verfügbar ist durch Sonne, Wind und Wasser? Der Regisseur Knut Karger von Warnzeit zeigt uns auf dem Dogfest dieses Thema auf eine ganz neue und menschennahe Art und Weise. Ich vergleiche das immer, die Temperatur der Erde, die Mitteltemperatur, mit der Körpertemperatur des Menschen, die bei uns ziemlich genau knapp unter 37 Grad Celsius eingestellt ist. Und wenn Sie dort 3 Grad dazu nehmen würden, haben Sie schweres Fieber und bei 4 Grad ist es tödlich. Und das ist eigentlich der angemessene Vergleich. Das Besondere an dem Film Warmzeit ist, dass wir sozusagen nicht so die direkten Auswirkungen begleiten. Also das, was wir alles schon gesehen haben, diesen Fernsehjournalismus, wo es um die Eisbären geht, die dann nicht mehr in der Arktis leben können und das Eis schmilzt, das wissen wir alles, sondern mein Film wirft eigentlich so einen direkten Blick darauf, was sind die nächsten Schritte, also was müssen wir eigentlich tun, damit wir nicht gegen die Umwelt leben, sondern eigentlich mit der Umwelt. The rain is coming down here and the water is running to the tank. Probleme mit der Wasserversorgung, mit der Essensversorgung, die haben keinen Zugang zu Bildung, die haben keinen Zugang zu Märkten. Und das ist schon auf der einen Seite ja wirklich zum Verzweifeln. Und das sieht man, wenn man in Afrika ist. Wir waren in Namibia, haben dort gedreht. Da ist es nicht ganz so extrem, weil das eigentlich ein Land ist, das auf einem ganz guten Wege ist. Aber ich habe auch in Ghana gedreht und ich habe von anderen Ländern gehört, wo es einfach viel extremer wird, wenn der Klimawandel zu seiner vollen Auswirkung kommt. Weil dann kann man sozusagen die Konflikte, die da auf uns zukommen, die kann man nicht mehr durch Zäune aufhalten. Das wird funktionieren. Aber das werden wir wahrscheinlich, ja, vielleicht werden wir das noch mitkriegen, aber das wird wirklich unsere Kinder treffen. Der Film arbeitet nicht nur mit klassischen Bildern, sondern auch mit Animationselementen, die uns in unserem Verhalten kritisieren. Kurt ist ein durchschnittlicher Mitbürger. Kurt hat durchschnittliche Wege. Kurzweg zur Arbeit beträgt 3 Kilometer. Kurzweg zum Supermarkt beträgt 3 Kilometer. Kurzweg zum Baumarkt beträgt auch 3 Kilometer. Kurt möchte seine nächste Gehaltserhöhung in einen SUV investieren. Mit diesem wäre er in der Lage, eine Wüste zu durchqueren. Aber 3 Kilometer bleiben 3 Kilometer. Man denkt ja immer, man kann mit seinem Film die Welt verändern oder so. Das ist, glaube ich, ein naiver Glaube. Ich möchte mit meinem Film so eine Idee in die Köpfe pflanzen. So gar nicht, ihr müsst euch erst ändern oder so, sondern einfach mal, dass die so eine Idee davon kriegen, was passiert, wenn ich hier so weiterlebe wie bisher, was passiert dann auf dem anderen Teil der Welt. Und ich glaube, wenn ich dann nur so ein ganz klein bisschen das schaffe, wenn die Leute aus dem Film rausgehen und denken so, ja krass, das ist ja, also mit meinem Konsumverhalten oder mit dem, wie wir hier leben, damit richten wir ganz schön was an, dann habe ich, glaube ich, das erreicht, was ich erreichen wollte. Einfach einen kritischen Umgang, ein kritisches Bewusstsein mit unserer Lebenseinstellung, Lebenshaltung. Wie gehe ich mit meiner Energie um? Welche Energie nehme ich in meinen Körper und was gebe ich wieder ab? Dieser Film zeigt, dass es so wichtig ist, dafür Verantwortung zu übernehmen.